Jetzt Herr Professor Dierich aus Zittau. Zunächst mal die Erfahrung, ein verwirrender Widerspruch zwischen der eigenen Wahrnehmung und der offiziellen Berichterstattung. Kann ich bis heute noch nicht ganz für mich erklären. Das Zweite, wie schnell Angst und Hysterie eine Gesellschaft verändern kann, und zwar zum Schlechten. Ich habe heute auf der Herfahrt im Nachrichten gehört, schön für die Stadt Leipzig 100.000 Bußgelder eingenommen zu haben, wenn aber im Hintergrund stehen 1.600 Anzeigen, vor allem wegen Nichteinhaltung der Abstandsregeln, halte ich das für äußerst bedenklich. Man hat also ein bisschen den Eindruck bekommen, es gibt Zeichen, dass Denunziation oder Lust am Überregulieren eher als Tugend als denn als Makel empfunden wird von einigen. Des Weiteren, das Virus SARS-CoV-2 ist zwar ein neuartiger Virus, aber ich denke, dessen Gefährlichkeit von der Politik überschätzt wurde. Vor allem mit Sicht auf die verhängten Gegenmaßnahmen. Ich will das mit den Fakten beleuchten, die bis jetzt eindeutig statistisch erkennbar sind. Die Grippeepidemie 2018 brachte dreimal so viel Tote für Deutschland ohne die politischen Gegenmaßnahmen. Und wir haben noch bis heute die niedrigsten Zahl der Sterbefälle der letzten 4 Jahre. Das spricht nicht für eine besondere Pandemie. Des Weiteren, die Regierung war denkbar schlecht auf eine mögliche Pandemie vorbereitet. Das sage nicht ich, sondern das sagt der Global Health Security Index von 2019, der im Indikator 3.1 sagt, dass Deutschland bei Vorbereitung auf eine Pandemie auf Platz 67 liegt, mit einem Scorewert 12,5 von 100, was einer Schulnote 6 minus entsprechen würde. Ich kritisiere auch die völlig unverhältnismäßigen Gegenmaßnahmen bezogen auf die Wirtschaft und bezüglich der Einschränkung der freiheitlichen Rechte. Des Weiteren bin ich der Überzeugung, der Shutdown oder Lockdown, wie Sie wollen, war unnötig und zum Zeitpunkt 23. März sogar unverantwortlich. Er hat auch nachweislich, zumindest was den Verlauf der Infektionen betrifft, keinerlei Wirkung gezeigt. Wenn ein Shutdown überhaupt notwendig gewesen wäre, dann ist er zu spät eingeleitet worden. Man kann aus der Verlaufskurve genau erkennen, am 5. März endete bereits das progressive Wachsen der Infektionszahlen und erreicht am 13. März das Maximum. Am 23. März wurde der Shutdown eingeleitet. Und auch der weitere Verlauf der Infektionskurve zeigt, dass dadurch keine Veränderung erfolgte. Ich habe zu diesen quantitativen Angaben alles die entsprechenden Schaubilder mitgebracht. Wer es möchte, könnte es auch anschließend ins Protokoll mit aufgenommen werden. Ich stelle 3 Fragen. Warum dann die Vernichtung vieler wirtschaftlicher Existenzen? Warum die verantwortungslose Inkaufnahme von zusätzlichen Toten durch die Verschiebung notwendiger Operationen? Oder auch die völlig überzogenen Maßnahmen, beispielsweise gegenüber der Kirche, wie ich sie wohl nach dem Augsburger Frieden 1555 wohl nicht mehr wahrnehmen konnte, und gegen das Versammlungsrecht. Es ist ein erheblicher Vertrauensverlust gegenüber Politik und Medien entstanden, und zwar durch ständig korrigierte Wahl von Indikatoren. Verwirrender konnte es vom RKI kaum dargestellt werden. Durch versuchte Vertuschung von Mangelsituationen für Schutzausrüstung oder Schutzmasken und durch einseitige Beratung von sogenannten Experten. Und ich komme zum Schluss, für mich das Wichtigste, was ich am Anfang schon gesagt habe, durch die Politik der Bundesregierung und auch der Landesregierung und der ihr hörigen Medien wurde eine Atmosphäre der Angst und Hysterie in der Gesellschaft geschaffen, die die Gesellschaft spaltet und nachhaltige Folgen für das Zusammenleben haben wird. Diese Schuld hat die Politik auf sich geladen, nicht irgendwelche Podestler. Und durch jetzt verabreichte Gnadenhäppchen wird diese Schuld kaum gemildert. Ja, das ist harter Tobak jetzt gerade gewesen. Aber